Laut Landesverfassung und Verfassungsgerichtsgesetz werden insgesamt 9 Verfassungsrichter für die Amtszeit von 10 Jahren vom Landtag mit 2/3 Mehrheit gewählt. Wie in der letzten Wahl am 10.12.2018 geschehen, werden alle politischen Kräfte gerade nicht proportional berücksichtigt, da der AfD-Vorschlag einfach übergangen wurde. Stattdessen hat die SPD 3 Verfassungsrichterstellen besetzt. Eine weitere Verfassungsrichterstelle haben jeweils die CDU, die Linke und die Grünen erhalten. Von den noch verbleibenden 3 Verfassungsrichtern in der laufenden Amtszeit ist je ein Verfassungsrichter jeweils von der CDU und von den Linken sowie ein Verfassungsrichter von allen damals vertretenen Fraktionen SPD, Linke, CDU, FDP und Grüne besetzt worden. Und die AfD, mindestens 2. größte Partei im Land, geht leer aus. Wie demokratisch ist das denn bitte? Dann hören Sie sich mal die Umfragen an. Ein wirklich demokratischer Ansatz wäre eine Direktwahl, wie durchaus von uns hier beantragt. Ähnlich der Direktwahl von Richtern, wie wir sie in manchen Bundesstaaten in den USA kennen und was dort praktiziert wird. Wo im Übrigen ja auch Staatsanwälte und teilweise Polizeichefs gewählt werden. Wir wollen mehr direkte Demokratie. Das muss sich selbstverständlich auch bei der Bürgerbeteiligung, bei der Wahl von Verfassungsrichtern in Brandenburg widerspiegeln. Bei der letzten Wahl am 10.12.2018 hat man gesehen, dass sich das bisherige System der Besetzung der Verfassungsrichterstellen nicht eignet, die Vorgaben der Landesverfassung hinreichend zu erfüllen. Wahl und Dauer der Amtszeit sind somit reformbedürftig. Wenn wir hier 6 Stellen für 10 Jahre besetzt werden, hat das natürlich einen gewaltigen Einfluss auf die Gesellschaft, auf die Spruchpraxis und auf die Gerichtspraxis über alle Wahlen hinaus. Dadurch, dass die jetzigen Parlamentarier in der jetzigen Zusammensetzung für die nächsten 10 Jahre eine Besetzung des Landesverfassungsgerichts vornehmen. Und das, obwohl dazwischen mindestens 2 Landtagswahlen, nämlich 2019 und 2024, stattfinden. Die AfD wurde bisher geschickt übergangen. Wo bitte ist das demokratisch? Es sieht ja so aus, selbst dass die Grünen, ja, die mit ihren 6 Abgeordneten überproportional berücksichtigt wurden, im Unterschied zur AfD, die ursprünglich mit 11 Abgeordneten nach der Wahl 2014 hier in den Landtag einzog, haben ja sogar einen Verfassungsrichter gestellt. Eine faire Lösung wäre die Durchführung der Direktwahl, wie sie auf Bundesebene ja auch schon diskutiert wird. Und bei der letzten Sitzung im Rechtsausschuss, wo es um das Richtergesetz ging, da wurde ja auch von einigen Vertretern, zwar in einem anderen Zusammenhang, aber auf diese Problematik hingewiesen, zwar nicht jetzt bezogen auf die Verfassungsrichter, aber insgesamt auf die Wahl der Richter, dass das im Grunde genommen neu diskutiert und neu betrachtet werden muss. Weil machen wir uns nichts vor, es besteht dort die Schwierigkeit, dass man nicht
ausreichend die Richter berücksichtigen will und dass man im Grunde genommen einfach verhindern will, bezogen auf das Verfassungsgericht, dass die jeweiligen Parteien, die vertreten sind im Landtag, ausreichend entsprechend ihrer Zahl berücksichtigt sind. Es gibt eine Möglichkeit, um dies zu ändern. Da haben wir zum einen die Regelungen in der Bayerischen Verfassung. Da findet eine Verhältniswahl statt. Und dort wird im Grunde jeweils über die fünfjährige Periode gewählt, ein Teil der Richter. Und es sieht dann auch so aus, dass entsprechend die dort vertretenen Parteien entsprechend berücksichtigt sind. So hat dort nach dem System auch die AfD die Möglichkeit gehabt, Verfassungsrichter zu stellen. Ich sehe dies als Diskussionsprozess an für ein Mehr an direkter Demokratie hier im Land Brandenburg und bin gespannt, wie Sie dies auch sehen werden. Herr Abgeordneter, ich hatte eine Zwischenfrage.